Der Mensch plant, das Leben lacht. Viel Spaß heute. Hallo zusammen, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin Jenny, ich bin 32 aus der Nähe von Hildesheim und Designerin und habe diese Woche ein bisschen was gewerkelt, das ich euch zeigen möchte. Heute nur mit einem eigenen Design und ein paar Fremdprojekten, die ich aber jetzt nochmal so abarbeite. Ich bin gerade so im UFO-Beendigungsfieber und will meine UFOs loswerden bis Ende des Jahres. Ich würde da gerne auch einen Keil zu machen, kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, ich zeige erstmal, was ich fertig gemacht habe. Das ist ein Teil und das war eigentlich auch absehbar, dass es fertig wird. Ich erzähle euch auch gleich, warum ich sonst nicht so viel geschafft habe im privaten Teil. Der kommt bei mir ja immer so am Ende normalerweise, dass halt alle, die das nicht interessiert, dann abschalten können, die dann eben nur die Stricksachen oder Häkelsachen, in dem Fall beides, sehen wollen. Da ist er, der Scotty. Möchtest du einmal in die Kamera? Da. Na? Willst du mitmachen heute? Oh, du bist niedlich. Du bist ganz niedlich. Fein. Möchtest du wieder runter? Na klar. Ja, Lilly ist gerade draußen. Scotty darf jetzt auch raus. Also. Aber der wollte gerade nicht. Also Lilly macht gerade noch eine Runde draußen. Und Scotty schaut hier vorbei. Wenn es im Hintergrund quietscht, das ist die Waschmaschine. Die habe ich, glaube ich, ein Müh zu voll beladen. Und ja. Alle paar Drehungen macht hier mal so ein Quietschgeräusch. Also zu dem Projekt, was fertig ist und was absehbar war, die Mütze ist fertig. Die ist ja doppellagig, ich habe sie jetzt schon zusammengenäht. Ich hatte nämlich noch genau einen Faden über. Und in der Anleitung steht es so, dass es einmal mit den Spitzen quasi vernäht werden soll. Und ich habe zuerst die graue Seite gestrickt, weil ich von da quasi angefangen habe aufzuribbeln und habe dann die schwarze Seite gestrickt. Aber wenn man die Abnahmen richtig durchliest, ich habe sie ja eben schon mal entfusselt. Man läuft 3 Meter und kann sie wieder entfusseln. Also ich entfussel sie dann vom Verschicken nochmal. Wenn man die Abnahmen richtig strickt, sind die so X-förmig und die Zunahmen auch. Waren sie vorher nicht, also da, die das vorher gestrickt hat, hat die Anleitung irgendwie nicht richtig gelesen, weil da hatte man einmal so Spiralen und einmal eben das X, aber jetzt ist es auf beiden Seiten X, so wie es sein sollte. Und eben von der Größe her passend für 56 bis 57 cm. Und der Grund, das zeige ich euch gleich mal an der Puppe, warum ich es vernäht habe. Also wir hatten das nochmal abgesprochen, aber ich erkläre es euch einmal am Modell. Wenn man die, also zum Trocknen ist es natürlich schöner, wenn man sie rausziehen kann und hinlegen kann. Trocknet schneller, weil so ist es halt doppellagig, dauert etwas länger. Aber ich zeige es euch jetzt erstmal einmal umgeklappt und dann zeige ich euch, was das Problem dabei ist. Die Puppe hier hat ungefähr den Kopfumfang, der benötigt ist. Also ein kleiner Erwachsenenkopfumfang ist das. Sieht man ja an der Puppe aus, keine Kinderpuppe. Und so sieht das Ganze dann eben mit umgekrempeltem Rand aus. Man kann das ja aber auch ohne Umkrempeln tragen. Und da ist dann das Problem, wenn man nicht vernäht. So würde die ja quasi dann so sitzen. Und wenn man nicht vernäht, kann es passieren, dass man beim Tragen, es haftet ja dann so ein bisschen an den Haaren fest, dass beim Tragen es passiert, dass die untere Lage an den Haaren eben festhaftet und durch das Gewicht die obere Lage nach hinten rutscht. Und dann könnte es beim Tragen passieren, dass man eben hier quasi mehr von der inneren Farbe sehen würde. Ich habe das jetzt eben absichtlich gezogen. Das wird aber verhindert dadurch, dass ich es zusammengenäht habe, eben an der Spitze. Weil dann sind die Lagen eben genau gleich lang und dann kann auch nichts verrutschen. Und das hier würde sich halt, könnte sich immer stärker fortsetzen, wenn man es nicht vernäht, weil dann quasi ja das äußere Teil immer weiter runterhängt und das innere Teil würde dann immer näher Richtung Kopf wandern. Und deswegen wird es empfohlen in der Anleitung. Das ist die Mütze Cara von Paula M. Und die ist super stricken. Also die Anleitung ist top. Die ist auch für die ganzen unterschiedlichen Maße ausgeschrieben. Wichtig ist halt, dass die Maschenprobe passt. Das habe ich beim letzten Mal ja auch gesagt. Wenn die zu locker ist, wird die Mütze natürlich auch zu locker. Also da würde ich einfach anfangen zu stricken und natürlich oben das komplett fertig haben, die Zunahmen komplett stricken. Und dann reicht es, wenn man so 5, 6 Reihen
in glatt rechts eben weiter strickt und daran kann man dann die Maschenprobe ausmessen, wenn man ein Garn nimmt, was durch das Waschen stark sich dehnt. Dann sollte man das Ganze einmal waschen und dann messen. Bei dem Garn hier habe ich mir fast schon gedacht, dass das nur ein bisschen wachsen wird. Und das war auch so. Und ich habe es aber trotzdem vorsichtshalber gewaschen. Da war ich ungefähr so weit. Habe dann den Rest in Grau gestrickt und dann halt eben das Schwarze dran. Und jetzt im Gesamten nochmal gewaschen. Und jetzt sieht man, finde ich auch, wie gleichmäßig das geworden ist. Das ist, die melierte Seite sieht natürlich auch meliert aus, weil es eben eine melierte Farbe ist. Aber es war halt vorher sehr, sehr unordentlich, weil das eben eine geribbelte Wolle war. Die war ja eben schon mal in einer Mütze, in einer anderen Festigkeit und dementsprechend waren das halt Rahmennudeln. Ja. Und ich habe noch einen ganzen Rest über, den ich jetzt nicht hier liegen habe. Super. Es ist das über gewesen, was vorher schon über war. Das hatte mir Manu mitgeschickt, falls ich das noch bräuchte, aber ich habe mir das schon gedacht, wenn ich fester stricke, brauche ich eher weniger und nicht mehr, weil es halt auch einfach sehr, sehr viel größer war. Und das, was jetzt noch an Rest übrig geblieben ist, eben von der zweiten Version, das packe ich hier natürlich auch wieder ein, wenn die Mütze dann auf Reisen zu ihr geht. Und ich werde die jetzt dann gleich, nachdem ich sie euch jetzt gezeigt habe, bei Reverie ein Projektfoto gemacht habe, werde ich die in eine, also entfusseln noch ein letztes Mal und in eine, so eine IKEA-Plastiktüte, so eine Zip, also ja, ihr kennt die Tüten halt, diese klassischen Vorratstüten, reintun, dass da keine Fussel, keine Katzenhaare mehr drankommen. Es ist halt auch einfach eine Farbe, die das halt auch magisch anzieht, wo man es halt viel, viel mehr sieht. Und werde das dann eben einpacken und dann darf es ganz bald auf die Reise gehen und Manu dann im Winter einen schönen warmen Kopf machen. Das ist so der Plan dahinter gewesen und genau das machen wir auch so. Ja, also Mütze Kara von Paula M. Gute Anleitung, sehr gute Anleitung. Ich habe die Musselberg, wovon ich letztes Mal gesprochen habe, noch nicht gestrickt. Das heißt, ich kann keinen Vergleich der beiden Anleitungen geben. Ich möchte aber auch die nochmal stricken, vielleicht als Version für Merle oder für meinen Mann, muss ich mal schauen. Muss ich mit Merle mal nachher mal schnacken und dann ja, hätte ich beide Anleitungen mal gestrickt und könnte dann vergleichsmäßig was dazu sagen. Eine Mütze mit so einer Krone, eine Gratis-Anleitung habe ich ja auch. Ich weiß gar nicht, ob die im Blog ist. Ja, ich habe so viele Sachen, die ich euch frei schicken, sozusagen, also frei verfügbar machen will. Und ich komme einfach zu nichts und das nervt mich ein bisschen gerade. Ja, Story of my life, ne? ihr wisst das, ich habe immer ganz viel vor und dann kommt immer so viel dazwischen und das nervt mich einfach nur. Ich habe so Bock, euch endlich in großer Menge viel gute Inhalte zu bieten und ja, freue mich darauf, das irgendwie in der Zukunft auch tun zu können. Und bis dahin zeige ich euch das, was ich gemacht habe und ja, ihr kriegt das dann ja mit, wenn mehr Inhalte kommen, ne? Und wenn ihr das halt, wenn nichts kommt, also es wird für euch einen Mehrwert haben, wenn die ganzen Sachen kommen, aber es ist ja nicht so, dass ihr irgendwas verliert, wenn jetzt nichts kommt. Also ich habe ja keine Mitgliedschaften momentan, weil ich halt Mitgliedschaften nur gegen einen Gegenwert bieten möchte. Also ich möchte die nicht einfach so einfach so anbieten, dass ihr mir da monatlich irgendwie Geld senden müsst oder damit ihr dann eure Kommentare dann weiter oben stehen in den Kommentaren oder so. Das ist, also passt nicht zu mir, glaube ich, zu meiner Art. Wenn andere das machen, das bewerte ich nicht. Das ist einfach nur meine Denke dazu und deswegen möchte ich das so nicht machen. Genau. Dann zeige ich euch kurz den Fortschritt an meiner Decke. Ich bin quasi auf dem aktuellen Stand, also den heutigen habe ich noch nicht gemacht. Da war heute Morgen aber einfach keine Zeit zu. Ich habe aber diese Woche alles gehäkelt, so wie es sein sollte. Also ich bin hier jetzt beim 15. Heute ist der 17. Und genau das, was ich heute häkeln muss, ist ja das 16. Der wird dann, ja, nachdem ich mit dem Podcast hier fertig bin und wahrscheinlich während der schneidet, werde ich den eben häkeln. Und ja, das will ich jetzt durchziehen, dass ich auf dem aktuellen Stand bin, dass ich wirklich am 1. Januar das fertig machen kann. Ich habe auch schon überlegt, ob ich zwischen den Jahren schon mal dann beginne und die Umrandung so weit mache, bis auf eben die unterste Ecke, also dass ich einfach an einer Ecke anfange, wo das ganz gut geht und mich dann quasi ja eben schon mal ringsrum arbeite mit den festen Maschen, die ich am Ende noch mal einmal hier als Rand drum haben möchte und dann eben quasi nur noch
letzten Tag eben das letzte Hexagon anhäkeln muss, also am 1. Januar, und dann nur noch um das Hexagon quasi rum muss und alles andere schon verhäkelt ist. Ich habe ja genug Garn in Weiß hoffentlich da und es wird jetzt halt auch echt weniger. Ich habe mein Tablet vergessen, aber es ist jetzt wirklich erst nähert sich dem Ende. Es sind noch 2,5 Monate und 9,5 Monate sind halt schon drin. Und ja. Ich bin froh, wenn sie fertig ist. Ich liebe sie über alles, das kann ich dazu sagen. Sie ist wunder, wunder, wunderschön. Neulich ist mir ein Hexagon in der Mitte aufgegangen. Das habe ich dann beim Fädenvernähen von diesen ganzen Fäden gesehen. Dass halt bei einem Hexagon in der Mitte irgendwie ich scheinbar schlecht vernäht hatte. Das war aufgegangen. Ich überlege immer noch, ob ich da noch ein Lining hintermachen möchte, also eine Fließdecke oder irgendwie sowas. Da bräuchte ich natürlich dann aber auch die entsprechende Größe für. Und das zu finden, wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Weil so ist es halt, es ist eine Tagesdecke, aber es ist keine Decke, wo man sich jetzt drunter kuscheln kann, weil es eben, ich glaube, Baumwoll-Poly-Mischung ist, 50-50, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, dementsprechend eben vom Material keine typische wärmende Decke ist. Aber das werde ich auch mit Merle nochmal absprechen, dann wird ja dann ihre Decke, ob sie da was hinter haben möchte. Oder nicht. Und dann entscheiden wir das eben zusammen. Das ist so der Plan. Da würde ich dann vielleicht auch sogar Bügelvlies zwischen machen, wenn ich es machen würde, dass man das eben also eine Rückseite dran macht. Weil dann könnte man ja eben die Hexagons quasi an der anderen Decke festbügeln. Oder nicht bügeln, das heißt, glaube ich, gar nicht Bügelvlies, ne? Das ist Klebe. Also es gibt so Vlies, was du zwischen zwei Schichten kleben machen kannst, bügeln kannst und dann kleben die aneinander. Das ist eigentlich Kleber, Textilkleber, irgendwie sowas. Dass man halt ja, die beiden Lagen aufeinander gesichert hat, weil sonst ist das ja eher wie so eine, wie ein Sack, den man theoretisch befüllen könnte. Also, aktueller Stand quasi erreicht, außer eben heute, aber da bin ich einfach noch nicht zugekommen, weil ich noch an einem anderen Projekt gearbeitet habe, weil ich die Mütze vernäht habe, also den letzten Faden, den Rest musste man ja vorher vernähen, weil ja, man kommt ja noch nicht mehr auf die Innenseite dran. Und das hier kommt jetzt quasi dann nach der Aufnahme. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Es ist jetzt 10:45 und um 1 hole ich Merle ab. Ich erkläre auch gleich noch, warum. Kommt gleich, wenn wir durch die Projekte und so durch sind. Ja. Dann zeige ich euch auch das Projekt, an dem ich jetzt heute Morgen noch gearbeitet habe und was so in meine UFO-Beseitigungs-Kategorie, Entschuldigung, Kategorie reinrutscht. Ich habe ja zum Sommer hin, Summer Palette Escapes hieß das, glaube ich, einen Top angefangen oder eine Tunika zu häkeln und habe sie dann liegen lassen, weil es waren das irgendwie 3 Beiträge, die man machen musste und die habe ich gemacht und ja, dann habe ich das Top weggelegt und nie wieder weitergemacht. Und ich möchte es aber jetzt gerne fertig haben und es ist halt gar nicht mehr so viel. Ich blende euch mal ein Foto ein, wie es aktuell aussieht. Es sitzt ein bisschen Spack. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr dann wieder lockerer sitzt. Dass ich ja einfach dann eben ein bisschen Spiel drin habe, dass es schön fällt. Jetzt aktuell ist es halt hauteng, aber ja, da arbeiten wir ja dran. Von daher sollte das eigentlich machbar sein. Ich hatte mir vorgenommen, 4 Zacken jeder Farbe zu machen. Ich werde jetzt mal ganz kurz, damit wir das hier ein bisschen besser drauf kriegen, die Ärmel ein bisschen hier so eindrehen, weil Scotty, hast du gerade den Kopf umgeworfen? Ja, so hochkommen? Nein. Ja, weil ihr so einfach mehr sehen könnt. Ich habe gehäkelt und gehäkelt und gehäkelt. Das Garn ist sehr schwer. Also ich habe insgesamt 1 Kilo plus das Grün, also 500 Gramm von jeder Farbe. Und das ist halt ein 8-8 Garn. Ich hole euch mal die Banderole her. Friends Cotton, 800% Baumwolle. Dadurch wird es halt sehr schwer. 75 Meter auf 50 Gramm. Also welche Garnstärke ist das? Aran? Ich habe da mal keine Ahnung. Eben, ihr kennt die 8-4, das ist also diese klassische, die auch für Amigurumi häufig verwendet wird. Dann die 8-6 ist das Zwischending und die 8-8 ist halt die dickste. Die 8 vorne ist, glaube ich, die Anzahl der Fäden, die das Garn hat und hinten ist es eben die Stärke.
Wenn ich da irgendwo was falsch sage, bitte einfach korrigieren. Das könnt ihr natürlich immer tun. Das ist ein Chevron-Muster mit Zunahmen. Die Zunahmen finden nur in der letzten Reihe orange statt. Und wie gesagt, ich hatte vor, viermal alles zu machen. Ich weiß aber nicht, ob ich überhaupt so weit komme. Oder ob wir dreimal machen müssen. Ich muss es jetzt auf jeden Fall nochmal nachwiegen. Jetzt aktuell in dem lilanen oder pinken wiege ich halt quasi mit, dass ich, also da habe ich ein neues Knäuel angefangen, als ich gestartet habe. Ich brauche pro Block oder habe pro Block hier oben zwei Knäuel jeweils verbraucht. Hier glaube ich auch noch. Und ich habe hier aber schon gemerkt, bei dem Orangen, da musste ich ein drittes Knäuel ansetzen. Und es werden halt ja, wie gesagt, immer in der letzten Runde orange werden es mehr Maschen. Und das werde ich jetzt einfach nochmal testen, wie viel ich jetzt in Pink verbrauche. Und dadurch weiß ich dann auch, wie viel ich im nächsten Abschnitt Orange verbrauche und ob mir Orange am Ende reicht, weil das wäre ja quasi dann, wenn ich es wirklich so mache, dass ich mit Orange auch ende, also da bräuchte ich einen höheren Verbrauch. Eventuell mache ich es auch so, dass ich mit Pink ende, also dass ich jetzt quasi drittes Pink, drittes Orange und viertes Pink und dann ende. Das, wie gesagt, das muss ich jetzt einmal vom Wiegen halt ausrechnen. Diese Zipfel hier, die gehen ja schon ziemlich weit runter, habt ihr auf dem Foto gesehen. Die hier sitzen halt noch so auf Hüfthöhe. Und ja, also da würde ich halt, also das Pink und das Orange muss definitiv noch dran. Und dann probiere ich natürlich nochmal an und sage mir dann, ob das lang genug ist. Es muss ja kein Kleid werden. Es sollte ja so als Überzieher für den Strand sein. Das reicht halt eigentlich auch, wenn es bis quasi an den Po dran geht. Man hat ja eine Bikini oder Badehose, Badeanzug. Was auch immer man anziehen möchte, hat man ja an. Also ist bekleidet und nicht nackt. Und es ist auch so, hatte ich ja mal erzählt, es ist leicht durchsichtig. Ey, da wird nicht gekratzt. Da vorne ist das Kratzteil von Lilly, da kannst du dran gehen. Es ist halt V-Stäbchen, also die sind ein bisschen löchrig, aber es geht. Und wenn man halt das am Strand eben anzieht, hat man ja was unter. Oder wenn man nichts unter hat, dann hat man da wahrscheinlich eh kein Problem mit, wenn man zum Beispiel auch oben ohne sich sonnt oder sowas. Das ist ja, kann ja auch jeder machen, wie er mag. Ne? Es war von vielen eben die Kritik, es ist ja relativ durchsichtig, aber ja, dann holt man sich halt zur Not so ein, wie nennt sich das, Bustier. Ich habe einen, der hat Hautfarbe. Der hat auch tatsächlich so die gleiche Form und auch dünne Träger. Den kann ich da drunter ziehen, den würde man überhaupt nicht sehen. Und ja, wer hat alles bedeckt, was bedeckt sein muss. Und zur Not eben hat man dann noch Halt, wenn man das möchte. Man kann auch einen normalen BH anziehen, also mein Gott, ist jetzt auch nicht so schlimm. Oder einen Trägerlosen, wenn man wirklich ein Problem hat mit den Trägern. Ich habe gemerkt, dass diese Mittelnaht bei den Zunahmen sich ein bisschen festzieht. Und ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende fällt. Also so jetzt auf dem Foto, wie gesagt, es sitzt ein bisschen eng, aber ansonsten fällt es ganz gut. Und ich werde es natürlich auch nochmal waschen, mal gucken, ob sich das noch irgendwie aushängt, weil eben Baumwolle. Aber ja, da bin ich gespannt. Und ich bin froh, wenn es fertig ist. Und Leute, ich habe ja schon mal gesagt, Müllmann-Orangefarbe ist jetzt nicht so meins, aber es geht halt eigentlich. Ne? Also ich würde jetzt nicht ein ganzes Oberteil aus der Farbe tragen, aber eben in der Kombi mit den anderen beiden Neonfarben geht es dann wieder. Ne? Also das. Die Farbe per se finde ich auch überhaupt nicht hässlich. Ich kann mir nur nicht vorstellen, einen Pulli zum Beispiel in komplett dieser Farbe zu tragen. Also wenn es ein dunkleres Orange wäre, dann geht's schon. Ich habe auf jeden Fall auch welche. Ja, aber jetzt nicht greifbar. Das hier ist ja auch sehr viel Orange. Das würde dann schon wieder mich nicht mehr stören, aber das wäre mir halt an meiner Figur, glaube ich, ein bisschen zu Müllmann-Effekt-mäßig. Und ich weiß, dass eine von euch, eine Zuschauerin, gerade an einem Pulli gestrickt hat, als ich das damals mit dem Müllmann erzählt habe, der genau diese Farbe hatte und mich dann auch angeschrieben hat. Das war sehr lustig. Das sind einfach so Farben oder Baustellenfahrzeug oder so. Das ist ja halt auch ein Orange, ne? Man hat das halt einfach so, das verbindet man mit Dingen, ohne das werten zu meinen. Man verbindet einfach Farben mit Dingen oder Eierschalenfarben ist halt Taxi. Das ist einfach so, aber ist ja nicht schlimm. Ja, also da bin ich vorangekommen und das möchte ich auch zeitnah fertig haben. Das geht halt wirklich schnell. Also selbst jetzt, wo die Runden länger werden, ist das eigentlich ganz chillig zu Kabel. Ich will die Kamera nicht von ihrem Strom trennen. Stellen wir es hier hin. Es ist schnell zu häkeln eigentlich und ich bin bescheuert, dass ich es nicht fertig gemacht habe. Deswegen mache ich es eben jetzt fertig.
Und ja, das ist auch schon alles, woran ich gewerkelt habe. Es war nicht so weltbewegend viel, aber eben ein bisschen was und mehr als die ganzen Wochen davor. Und ja, ich erkläre euch jetzt auch mal, also jetzt kommen wir eigentlich schon zum Privaten. Ich habe gleich noch was, was ich vertauschen möchte eigentlich. Gegen was weiß ich noch nicht, aber da würde man was finden. Ich zeige es euch gleich dann einfach mal. Dann kommen wir erstmal zum privaten Teil, so im Allgemeinen. Ich habe ja, letzte Woche aufgenommen, am Freitag, und habe euch gesagt, dass ich da so viele Sachen vorhabe, dieses und jenes und welches, und man weiß ja aber immer nicht, wie viel klappt. Ja, lag diesmal nicht an mir, sondern es lag an Merle. Die ist krank geworden, also sie war ja über Nacht dann bei ihrer Cousine von Freitag auf Samstag, und Samstag früh war sie mäkelig. Aber war sonst noch alles normal, sie war halt einfach nur mäkelig. Und dann habe ich schon gemerkt, als wir dann nach Hause fuhren, dass sie irgendwie so ein bisschen komisch drauf war. Also eben genau das, was gesagt wurde, dass sie mäkelig ist. Das habe ich auch so empfunden. Und dann hat sie nachmittags richtig ordentlich Fieber bekommen. Und dann mit Fiebersaft konnte sie dann auch schlafen und war dann auch okay. Aber sie hat die ganzen nächsten Tage weiter gefiebert. Nie so richtig hoch, aber es war die ganze Zeit immer erhöhte Temperatur oder abends dann halt auch Richtung Fieber. Jetzt nie über 39 oder sowas. Also brauchte tatsächlich, glaube ich, auch nur ein, zweimal dann Schmerz, also Paracetamolsaft, um halt ihre Schmerzen sozusagen loszuwerden. Fieber, wie gesagt, war es ja eigentlich gar nicht. Und ich gebe den Saft halt, wenn sie sich wohlfühlt, gebe ich den halt nicht, auch wenn die Temperatur erhöht ist. Und am Dienstag wollte ich sie erst wieder in den Kindergarten schicken, weil sie hatte morgens halt keine erhöhte Temperatur mehr und fühlte sich auch soweit gut. Dann ist der Papa zur Arbeit gefahren, dann kam sie zu mir und auf einmal wurde sie im Bett ganz kuschelig. Und dann war mir klar, okay, ja gut, das geht nicht, sie ist noch nicht wieder gesund. Da fing es dann nämlich wieder an, dass die Temperatur hochging, und das war dann eben auch der vierte Tag. Und dann habe ich nachmittags entschieden, wo sie dann auch nichts mehr essen und trinken wollte, dass wir mal beim Hausarzt vorstellig werden. Kinderarzt ist da irgendwie zugewiesen, aber der Hausarzt kann das ja auch, oder die Hausärzte, das ist ja so eine Gemeinschaftspraxis, wo wir sind. Und das war eine junge Ärztin, die quasi frisch aus dem Krankenhaus jetzt erst in die Hausarztpraxis kam, noch nicht lange da arbeitet. Und die hat sie dann angeschaut, natürlich alles beschrieben und so, habe ja gesagt, Corona-negativ, Influenza-negativ haben wir ja getestet, mussten wir auch mitnehmen. Also ohne die Tests kommt man da nicht rein, weil wenn es positiv ist, soll man die Praxis halt nicht betreten. Und zumindest nicht durch den Haupteingang. Und dann hat sie halt ja geguckt und so weiter und so fort und hat dann gesehen, ja, Merles Mandeln sind entzündet. Sie hat halt nie von Halsschmerzen gesprochen, aber Kinder können häufig das auch erst so ab 5 Jahren rum differenzieren. Also die sagen häufig, sie haben Bauchschmerzen, auch wenn sie gar keine Bauchschmerzen haben, und können das eigentlich gar nicht lokalisieren. Es passte aber zu dem, dass sie nicht essen und trinken wollte, weil es halt alles wehtut. Und das fand ich auch ganz nett von der Ärztin. Die hat dann online, da gibt es so ein quasi so einen ja, wie eine Art Rechner, wo man halt so ein paar Fakten eingibt, eben was das Kind angeht, und dann wird entschieden, ob es Sinn macht, da mit Antibiotika zu behandeln oder nicht. Weil das würde auch so abheilen, und je nach Zustand des Kindes und Alter des Kindes und so weiter, muss das halt, also sollte man das abwiegen, weil man sollte die halt nicht zu häufig nehmen. Merle hat noch nie welche gebraucht, deswegen war das jetzt auch okay, wenn das einmal der Fall ist. Und die hat dann halt auch nochmal mit ihrem Kollegen gesprochen, wollte auf Nummer sicher gehen, weil sie noch nicht so viele Kinder behandelt hat. Also ganz, ganz fürsorglich, und das muss man auch mal loben. Also klar, man regt sich auch über Ärzte häufig genug auf, aber die ist wirklich erstens kompetent und zweitens eben aber nicht so von sich so hyper überzeugt. Das finde ich auch immer wichtig. Ja, und hat Antibiotika dann verschrieben, und die haben auch ganz schnell Wirkung gezeigt. Also ihr ging es ganz schnell besser. Und wir kamen nach Hause, sie hat diese erste Dosis Medizin, und eine halbe Stunde später hat sie, also Antibiotika, so schnell wirken die jetzt ja auch nicht. Und Fiebersaft dann auch nochmal, weil dann die Temperatur wieder hochging. Und dann waren wir zu Hause, nachdem sie den ganzen Tag nichts gegessen und getrunken hat, und kommen nach Hause und sie sagt, Mama, ich will einen Hotdog. Und sie hat ihn dann tatsächlich aufgegessen, und ich habe gesagt, also ich war selten so glücklich darüber, dass ein Kind isst, ne? Weil wenn du 3, 4 Tage nichts isst, das geht ja. Also, ja, kaum was gegessen. Joghurt oder sowas ging noch mal so ein bisschen, aber alles, was halt irgendwie fest war, klar, es tut im Hals weh.
Das runterzuschlucken, war nicht schön. Ja, und dementsprechend habe ich natürlich von Samstag bis Dienstag Kinderbetreuung gemacht, weil sie ja weitestgehend, außer mit so ein paar Zwischenmomenten, immer fit war. Das heißt, die ganze Zeit bespaßen, bespielen und so weiter und so fort. Was ja gar nicht schlimm ist. Es ist halt so, das ist meine Aufgabe hier zu Hause. Aber das heißt natürlich auch, ich konnte nicht wirklich viel arbeiten. Ein bisschen Handarbeiten ging, aber ja, ansonsten halt nichts machen. Und heute ist sie wieder im Kindergarten, allerdings nur bis um 1, weil sie ja die Antibiotika weiternehmen muss. Und die können wir nicht mit in den Kindergarten geben. Und dementsprechend, ja, mache ich das halt heute. Und die letzte Dosis ist am Dienstag früh. Das heißt, am Montag muss ich sie dann auch nochmal früh abholen, dass sie mittags eben nochmal Antibiotika bekommt. Und ab Dienstag kann sie dann wieder ganz normal gehen, wenn da nicht schon die nächste Welle von irgendeinem Scheiß aus dem Kindergarten angeschleppt wird. Aber toi toi toi, im Moment sind da wohl alle gesund, also Glück gehabt. Und dementsprechend war das natürlich alles wieder ein bisschen anders, als es gedacht war. Ja. Ich habe euch noch was zu zeigen, was sehr traurig ist. Ich habe neulich bei uns unsere Garderobe ausgemistet. Und da waren so ein paar Tücher und Schals und die wollte ich waschen. Und einen wollte ich einfach nur mit hochnehmen und nicht waschen. Der war aber irgendwie dann in den Stapel der Waschsachen reingekommen und ich habe ihn einfach mit in die Waschmaschine geschmissen. Erinnert euch sich vielleicht von euch noch jemand an das Drachenzöpfchen? Ich blende mal ein Foto ein. Ich liebe das Tuch und auf dem Foto ist Henry mit drauf. Ich liebe das Tuch und es war halt einfach, es war genau meine Farben. Genau so eine angenehme Größe für die Zwischenzeit und es ist halt 100% Merino gewesen als Bobbel von Drachenstein. Also die Farben sind immer noch meins, aber davon ab. Ja, ich krieg's noch auf Armspannweite gedehnt, aber ja. Guck mal, wie das aussieht, ey. Das möchte halt keiner mehr tragen. Ich habe schon überlegt, ob ich es ein bisschen stretche, dass es schön aussieht und dann, dass die Puppen kriegen. Oder alternativ, wann, das ist einfach tatsächlich in die Tonne. Das muss ich mit Merle mal absprechen, ob sie das den Puppen ummachen möchte. Weil es ist halt noch weich. Es ist halt hundertprozentig Merino. Es ist immer noch kuschelig. Also Filzkuschel. Da will ich nichts gegen sagen, aber es ist halt nichts, was man in irgendeiner Art und Weise jetzt selber noch tragen kann. Ne? Schön. Das liegt auch schon seit 2 Wochen hier. Und ich habe es letztes Mal vergessen zu zeigen. Und habe gedacht, dann zeige ich euch das heute noch mal kurz. Ja. Ihr merkt, heute ist nicht so viel zu erzählen. Wir sind schon fast durch. Ich habe noch einen Teil, das würde ich gerne loswerden, weil ich die Chancen, dass ich da wieder reinpasse, irgendwann eher für gering schätze. Und es ist für meinen Körper auch nicht der perfekte Schnitt in Kombination mit dem Material. Aber ich zeige es euch einfach mal. Es ist ein Bobbel von, lasst mich nicht lügen, ich meine 100 Farbspiele. Das war einer meiner ersten Bobbel. Und eine Anleitung von Drops. Wenn jetzt jemand sagt, okay, das Teil finde ich schön, aber ich möchte es nicht haben, aber ich finde es schön, dann suche ich die Anleitung noch raus. Dann schreibt das bitte einfach in die Kommentare, dann gucke ich das nach. Ja, das ist eine Tunika, ein Kleidchen hier oben mit so einem Blättermuster. Eben. Quasi als Top und aber halt länger und hier unten hat man dann noch eine Lace-Botte, die ist jetzt natürlich, das lag jetzt im Schrank die ganze Zeit. Das kann ich gerne nochmal, wenn ihr das möchtet oder je nachdem, wer das halt haben möchte, kann ich das Ganze gerne nochmal schön in Form dämpfen, dass es schön ordentlich ist, wenn es ankommt. Und es ist halt quasi gerade runtergestrickt. Also hier unten beginnen dann hier Zunahmen, dass das Ganze wieder so ein bisschen weiter wird, aber das ist halt eher was für jemanden mit einer geraden Figur, die ich halt nicht habe. Und bei mir war halt das Problem, ich konnte es halt quasi anziehen, aber es hat dann halt ab hier irgendwie aufgesessen auf meinem Hintern. Immer schon. Also auch als ich dünn war. Die Zeiten kennt ihr ja gar nicht mehr. Das ist schon, liegt halt schon jahrelang in meinem Schrank. Habe ich gestrickt 2015 oder 14. Ich muss nachgucken, ich meine, das habe ich sogar irgendwo als Reverie-Projekt drin. Ist halt Jeansfarben. Und wenn es von euch jemanden gibt, der jetzt sagt, ich mag das haben, meldet euch bitte.
Ich würde es jetzt nicht verschenken wollen, also dafür ist es halt auch einfach viel zu viel Arbeit gewesen. Sondern ich würde es gerne gegen irgendwas tauschen. Und gegen was, das ist mir eigentlich ziemlich egal, da können wir uns einigen, weil ja jeder so seine speziellen Sachen hat, die er mag, die er macht. Irgendwas, was uns da einfällt, also jetzt beispielhaft, jemand macht irgendwie ein anderes Hobby, macht Seifengießen oder Kerzen oder sowas. Das zum Beispiel. Oder ein paar Socken oder Wolle oder irgendwas, was halt gar nichts jetzt so mit unseren Handarbeiten zu tun hat, was einfach, ja, was vielleicht was Nettes ist, Weihnachtskekse, keine Ahnung. Also wir würden was finden, weil ich möchte es halt nicht einfach so verschenken. Ich würde gerne schon was als Gegenwert haben wollen. Kann auch was für Merle sein. Wenn jemand sagt, ich habe hier was, was Merle gut gefallen könnte und mir gefällt das Kleid, einfach schreiben und dann finden wir schon eine Lösung. Ich würde dann, falls sich jemand meldet und das weggeht tatsächlich, also ich kann der Person dann nochmal Fotos schicken, ist klar, aber ich würde dann hier auch bei dem Video unter in die Kommentare reinschreiben, hier Leute, ist vergeben, ihr braucht euch nicht mehr melden. Also wenn ihr das Video jetzt deutlich später als an dem Sonntag schaut, also eine Woche oder noch weiter später, einfach nochmal kurz im Kommentar nachgucken. Das entspart euch den Aufwand, mich anzuschreiben, wenn es eben dann schon weg wäre. Und ich liebe es halt eigentlich total. Aber es hat halt nie so richtig gepasst und für meinen Schrank weiterhin ist es zu schade. Es ist halt quasi unkaputtbar. Es können keine Motten dran, weil das ist ein Baumwoll-Pulli-Bobbel. Da kann nichts dran passieren. Und das Maschenbild ist auch ordentlich. Also, da habe ich schon so lange gestrickt, dass ich das schon konnte. Das war nicht ganz am Anfang, offensichtlich, weil sonst wäre das deutlich ungleichmäßiger. Und das ist auch nicht durchsichtig. Also man kann, ja, es ist durchscheinend, ne? Aber wenn man hat normalerweise kein Licht von innen, was von innen nach außen ein Kleidungsstück strahlt. Also da guckt nichts durch. Ich habe es ja auch, wie gesagt, selber schon angehabt. Also das würde ich gerne an die Frau bringen in dem Fall, an den Mann. Es wird weniger Männer geben, die das Kleid tragen wollen würden. Gibt sicherlich auch, aber ich glaube, die Schnittmenge zwischen Männern, die Kleider tragen und Männern, die meinen Podcast schauen, ist sehr, sehr gering, weil nur 0,5% oder so meiner Zuschauer überhaupt Männer sind. Und davon dann gibt es ja auch nur noch einen kleinen Prozentsatz von Männern, die auch mal Frauenkleider tragen. Also ja, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, aber auch selbst das. Wenn sich ein Mann melden möchte, würde, hätte ich da auch kein Problem mit. Also, das wisst ihr ja, da bin ich ja sehr, sehr tolerant, was solche Sachen angeht. So, ich verabschiede mich von euch für heute und ja, werde mich jetzt ans Schneiden setzen und dabei das Hexagon für heute häkeln und dann mal schauen, was so die nächsten Tage wird, ob ich vorankomme an irgendwas und werde euch dann auf dem Laufenden halten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!